hier ist mal wieder eure Anna. Heute machen wir Donalds große liebe Daisy als Pen-Buddy. Für Daisy braucht ihr euer Loombot und eure Loomnadel. Außerdem 54 weiße, 15 orangene, 19 lilane und 9 pinke Gummibänder. Wenn ihr habt, braucht ihr auch noch 2 schwarze Perlen für die Augen. Dann geht es jetzt los! Wir fangen an mit den ganzen Teilen von Daisy. Als erstes machen wir den Schnabel. Ihr nehmt euch 2 orangene Gummibänder und geht damit 3-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein orangenes Gummiband 3-mal. Jetzt machen wir einen Arm und nehmt euch 2 weiße Gummibänder und geht damit 4-mal. Kleiner Fehler. Ihr fangt mit lila an und dann nehmt ihr euch 2 weiße und geht damit 3-mal nach unten. Dann wickelt ihr ans Ende ein weißes 3-mal. Jetzt machen wir noch einen Fuß. Ihr nehmt euch ein weißes Gummiband, gebt über diese 2 Stifte doppelt. Das gleiche macht ihr drunter mit einem orangenen. Und das Ganze macht ihr nochmal drunter, aber mit 2 pinken. Ans Ende wickelt ihr ein pinkes 4-mal. Das könnt ihr dann Blumen. Jetzt ist es mir gerissen. Ich habe jetzt einen Plan B. Ich nehme mir das Orangene auf die Nadel. Und dann nehme ich mir ein weißes Doppeltes auf die Nadel. Und ziehe den Fuß drauf. Könnt ihr euch auch gleich eure Abziehnadel holen. Und das drauf befestigen. Jetzt können wir weiter lumen. Jetzt lumen wir den Schnabel. Das könnt ihr dann abziehen. Also ihr habt jetzt einen Arm, den Schnabel und ein Bein. Und von den Beinen und von den Armen braucht ihr jeweils 2 Stück. Nun können wir auch schon den Körper von unserer Pen-Buddy Daisy machen. Ihr nehmt euch 2 weiße Gummibänder und geht von der Mitte schräg nach rechts und nach links. Dann geht ihr rechts, links und in der Mitte mit 2 weißen Gummibändern 2-mal nach unten. Dann geht ihr rechts, links und in der Mitte mit 2 orangenen Gummibändern 1-mal nach unten. Dann geht ihr in der Mitte mit 2 weißen Gummibändern 1-mal nach unten. Und den Kopf verschließt ihr mit 2 weißen Gummibändern, indem ihr von der Mitte schräg nach oben zu den Seiten geht. Dann nehmt ihr euch 3 weiße Gummibänder und geht in der Mitte 1-mal nach unten, das ist der Hals. Dann nehmt ihr euch nochmal 2 weiße Gummibänder und geht in der Mitte 1-mal nach unten. Dann nehmt ihr euch 2 lilane Gummibänder und geht von diesem Stift schräg zu den Seiten. Dann geht ihr rechts und links mit 2 lilanen Gummibändern 2-mal nach unten. Dann geht ihr in der Mitte mit 2 lilanen Gummibändern 1-mal nach unten. In der Mitte geht ihr dann nochmal mit 2 weißen Gummibändern nach unten. Als nächstes bringen wir die einzelnen Teile an den Körper an. Als erstes die Beine. Hier unten haben wir den Körper ja noch nicht verschlossen, weil wir verschließen den Körper mit den Füßen. Also ihr nehmt euch 2 weiße Gummibänder auf die Nadel und zieht einen Fuß drauf. Und gebt es ab von der Nadel. Sieht dann so aus. Und das spannt ihr dann, verschließt ihr.
Das Ganze macht ihr nochmal mit dem zweiten Fuß. Jetzt bringen wir die Arme an. Die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Dann nehmt ihr euch das Dreier umgewickelte Gummiband am Arm und stülpt es wie in einen Bogen auf den unteren Stift. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. So, dann nehmt euch ein liegendes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte doppelt. Dann nehmt euch ein weißes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Den Schnabel lässt ihr einfach mal auf der Nadel. Jetzt nehmt ihr euch ein weißes Gummiband, wickelt es ans Ende viermal. Dann nehmt ihr euch ein weißes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Dann nehmt ihr euch ein weißes und dreht es in der Hand dreimal. So, dann nehmt ihr euch die Augen. Die Augen habe ich schon auf ein weißes Gummiband gezogen. Wie das geht, erfahrt ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna, das Augentutorial. Die gebt ihr dann auch auf diesen Stift. Und jetzt können wir auch schon lumen. Ihr drückt das vierer rumgewickelte Gummiband weg, nehmt euch die und ersten zwei weißen, nehmt sie nach vorne, dann wo sie herkommen. Geht ihr nochmal rein, nehmt euch die nächsten zwei weißen, nehmt sie nach vorne und dann, wo sie herkommen. Und die letzten zwei weißen, nehmt sie nach vorne und dann, wo sie herkommen. Dann lumt ihr in der Mitte die zwei Lilien nach vorne, die zwei weißen in der Mitte lumt ihr noch nicht. Dann lumt ihr die komplette linke Seite nach vorne. Dann drückt ihr den Arm weg, nehmt euch die untersten zwei Lilien und lumt sie schräg zur Mitte. Das gleiche macht ihr auf der rechten Seite auch. Und in der Mitte die zwei weißen nach vorne. Jetzt geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten drei. Achtung, drei. Also wir haben den Hals gelohnt. Dann nehmt ihr hier die obersten zwei weißen, nehmt sie nach vorne und dahin, wo sie herkommen. Nehmt euch die nächsten zwei und die letzten zwei. Dann lohnt ihr rechts, links und in der Mitte die zwei orangenen jeweils nach vorne. Jetzt drückt ihr hier an der Seite schön runter. Jetzt nehmt ihr euch den Schnabel und gebt ihn auf diesen Stift. Jetzt nehmt ihr euch hier das dreier rumgewickelte Gummiband im Schnabel, das da, und stülpt es in einem Bogen auf die gegenüberliegende Seite. Jetzt lumen wir weiter. Ihr lumt die komplette rechte Seite nach vorne, die komplette linke Seite und die komplette Mitte. Dann geht ihr hier rein, nehmt euch die untersten zwei weißen, lumt sie schräg zur Mitte. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch. Jetzt braucht ihr noch ein weißes Gummiband. Ich glaube, ich habe mich irgendwie verzählt oder so. Und macht damit oben einen Knoten. Wie das genau geht, erfahrt ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna der Knoten. Und jetzt können wir unsere Daisy auch schon abziehen. Thank you.
So sieht eure Daisy jetzt aus. Mit den restlichen drei pinken Gummibändern macht ihr eine kleine Schleife für Daisy. Die Anleitung dazu findet ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna, die kleine Schleife. Jetzt will eure Daisy natürlich noch auf den Stift, denn da wartet schon ihr geliebter Donut. Ihr zieht die Arme so auseinander, dass in der Mitte ein Loch entsteht und dann gebt ihr die eine Seite auf den Stift und die zweite Seite. Und fertig ist eure Pen Buddy Daisy. Ich hoffe, euch hat mein Video zu meiner Pen Buddy Daisy gefallen. Und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, eure Anna!